Kann eine Schwangere auch mal so ein Gläschen Alkohol trinken in der Schwangerschaft? Wieso nicht? Also ich würde es ihr zugestehen, es muss aber jeder selbst wissen. Kurz vor der Geburt durfte ich ein Gläschen Sekt trinken, aber mehr auch nicht. Und meinen Sie, Bier wäre aber vielleicht eher mal okay? Ja, Bier, denke ich, kann nicht schaden, denke ich mal. Haben Sie es aber schon mal erlebt, dass Sie gesehen haben, Schwangere in der Gesellschaft, die getrunken haben? Ja, habe ich schon öfters gesehen. Ja, ich finde es schade, aber passiert wahrscheinlich immer wieder und es wird auch nicht aufzuhalten sein. Also wir hatten bei uns im Freundeskreis auch eine, die war da sehr verantwortungslos. Prost! Keine Feier ohne Alkohol. Über 10.000 Kinder haben jährlich in Deutschland ihren ersten Rausch schon vor der Geburt. Die Dunkelziffer der Neugeborenen mit einer alkoholbedingten Störung, kurz FASD, ist noch viel höher. Dr. Heike Kramer will in kämpferischer Mission über diese Schädigungen aufklären. Mein Appell ist ganz klar, kein Alkohol in der Schwangerschaft zu trinken. Und letztendlich muss man sagen, wenn man eine Schwangerschaft plant, sollte man ab diesem Moment auch kein Alkohol mehr trinken. Schön wäre natürlich die Unterstützung des Partners auch dabei, dass eine Frau da nicht allein steht. Mit ihrer Wanderausstellung Zero macht Heike Kramer heute in Königsbronn Station. Leider wissen junge Frauen immer noch viel zu wenig über die fatalen, lebenslangen Folgen von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Deshalb engagiert sich die Ärztin in der Präventionsarbeit. Sie will mit Wissen aufrütteln. Und jetzt können wir auf die Ultraschallbilder gehen. Und jetzt sind wir im ersten. In Ultraschallaufnahmen zeigt sie die verschiedenen Entwicklungsstadien des Ungeborenen und wirbt so in allen Schichten für den besonderen Schutz vor Alkohol. Ja. Und da können Sie jetzt einfach durchspielen. Sie können, wenn Sie es eilig haben, auch hier rüberlaufen. Und dann sieht man langsam das Kind immer deutlicher. FASD ist ein Problem in allen Schichten. Und es ist sogar so, dass die Akademikerinnen in Deutschland den höchsten moderaten Alkoholkonsum haben. Ob das nachher festgestellt wird bei den Kindern, das ist eine andere Frage. Und es ist sicherlich so, dass häufig die Diagnose dann nicht gestellt wird, weil man vielleicht auch gar nicht zum Arzt geht mit Problemen. Oder wenn Probleme nachher bei den Kindern da sind, dass häufig eine andere Diagnose bekommen, zum Beispiel Hyperaktivität, autistische Störungen, Depressivität. Aber man denkt gar nicht dran, dass es Alkoholkonsum sein könnte, der dahinter steckt. Süß, so ein Baby. Doch dann fällt auf, hier stimmt etwas nicht. Die auf den ersten Blick normal aussehende Puppe zeigt im Gesicht die typischen Merkmale des FAS, des fetalen Alkoholsyndroms. Die Augen sind schmaler und haben eine Hautfalte im Augenwinkel. Die Oberlippe ist sehr schmal. Zwischen Nase und Mund fehlt die für gesunde Kinder typische kleine Rinne. Diese FASD-Puppe hat Heike Kramer entwickelt. Sie ist naturgetreu nachgebildet. Und so spricht sie emotional an. Das FAS-Baby hat einen kleinen Kopf und erschreckend dünne Arme und Beine. Doch die meisten Alkoholschädigungen sind oft äußerlich unsichtbar. Viele Kinder haben dieses Aussehen nicht und trotzdem, vor allem im Bereich des Stirnhirns, Frontalhirns, haben sie Schädigungen. Das ist der Bereich der Persönlichkeit. Und all diese Schäden, die entstehen, sind aber irreversibel. Das heißt, es gibt keine Therapie, um das wieder gut zu machen, wegzubekommen. Es wird ein Leben lang darunter leiden. Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ist die häufigste Ursache für eine nicht genetisch bedingte Behinderung. Dabei ist FASD zu 100% vermeidbar. Schon ein Glas ist schädlich. Denn Alkohol ist ein Zellgift. Es gelangt über die Nabelschnur zum Ungeborenen. Sehr schnell hat es den gleichen Promillewert wie die Mutter. Aber die embryonale Leber kann den Alkohol schlecht abbauen. 10-mal länger als die Mutter bleibt es alkoholisiert. Das kindliche Gehirn reagiert besonders empfindlich und das bereits bei geringsten Mengen. Wir kennen keinen unteren Grenzwert, von dem wir sagen können, er macht garantiert keinen Schaden. Es mag sein, dass eine Frau mal was getrunken hat und das Kind ist anscheinend völlig gesund, völlig fit. Es liegt sicherlich an der genetischen Ausstattung der Mutter. Es liegt am Kind selber, an seiner genetischen Ausstattung. Wie gut kann die Leber der Mutter den Alkohol verstoffwechseln? Alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Aber wir können nicht sagen, es passiert bestimmt gar nichts dabei.
In ihren Vorträgen will Heike Kramer unsere Gesellschaft für die schädliche Wirkung von Alkohol in der Schwangerschaft sensibilisieren. Sind die befragt worden? Dazu vergleicht sie das Gift mit Heroin. Heroin ist eine ganz gefährliche Droge und für das Kind ganz gefährlich bei der Geburt, der Entzug. Aber wenn Sie es vergleichen, macht es weniger Schäden als der Alkohol, ist aber frei verkäuflich für jeden erreichbar. Deswegen muss man sagen, kleiner Schluck und große Wirkung. Und ein Mädchen hat mal gesagt, niemand weiß, wie viel meine Mutter getrunken hat. Ich weiß nur, ich muss lernen, damit zu leben. Ich saß heute auch wieder da und war einfach nur geplättet, weil wenn man dann diese Zahlen liest, wie viele Kinder das dann eigentlich betrifft, das ist der Hammer. Also ich bin Hebamme, ich arbeite im Klinikum Heidenheim und wir erwarten in den nächsten Wochen ein FAS-Kind. Die Gesellschaft muss sich ändern. Ganz allgemein, es wird zu viel getrunken. Was mir wichtig ist, ist, dass Frauenärzte aufhören zu sagen, ein Gläschen schadet nicht. Ein Gläschen nur kann schon schaden. So muss es lauten. Eine Verantwortung, der sich nicht nur werdende Mütter, sondern die Gesellschaft stellen muss.